uns ja in der letzten Zeit jetzt noch mit magnetischen Eigenschaften der Materie auseinandergesetzt und gesehen, dass insbesondere das Phänomen des Ferromagnetismus ein äußerst wichtiges Phänomen ist, wobei also dann eben Anwendungen in der Technik und in der Praxis sehr wichtig sind. Und um solche Anwendungen soll es jetzt auch konkret gehen, im Punkt 5 elektromagnetische Schwingungen. Daran an, was wir zuletzt im Visier hatten, nämlich zeitlich veränderliche elektrische und magnetische Felder. Ne? Bei Schwingungen hat man ja was zeitlich Veränderliches und diese Schwingungen, um die es jetzt gehen soll, sollen auch Frequenzen haben, die niedrig genug sind, so dass die typischen Änderungszeiten, die dann in diesen Systemen auftreten, groß sind gegen die Ausbreitungszeiten der Felder in den betrachteten Systemen. Das heißt, eine wellenförmige Ausbreitung ist noch nicht zu betrachten. Wir haben im Wesentlichen immer simultane Vorgänge über das ganze betrachtete System und die Schwingungen sind langsam genug, dass die Felder nahezu instantan sich eben über das ganze System ausbreiten. Wenn wir dann nicht mehr 50 Hertz haben, so wie also jetzt dann zu betrachten ist etwa, oder 60 Hertz in den Wechselstromkreisen, sondern wenn wir da eher in den Mega- oder Gigahertz sind, dann geht das so nicht mehr, dann geht diese Voraussetzung der Simultanheit aller Vorgänge im System nicht mehr, dann haben wir wirklich die Wellen, die wir uns kümmern müssen. Aber das ist vorläufig noch nicht der Fall. Also wir nähern uns schrittweise an das ganze Subjekt an. Na, die Motivation ist ganz klar. Warum interessiert man sich für elektromagnetische Schwingungen und den Wechselstrom? Es geht um elektrotechnische Anwendungen von einerseits dem Ampere-Gesetz, andererseits dem Faradayschen Induktionsgesetz und letztlich drittens der Lorentzkraft. Also alle Großen fahren da auf und die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten haben sich eben als besonders wichtig erwiesen. Beim Ampere'schen Gesetz geht es eben darum, wie Strom durchflossene Leiter und Spulen dann eben Magnetfelder hervorrufen. Beim Faraday-Induktionsgesetz, wie wenn sich Spulen in einem Magnetfeld bewegen, da drinnen dann entsprechende Induktionsspannungen hervorgerufen werden oder wenn sich einfach elektromagnetische Felder ändern im Laufe der Zeit, eben Wechselfelder, dass dann eben in Leiterkreisen und Spulenspannungen induziert werden und letztlich, dass wenn man ein Feld hat, ein magnetisches, in dem sich ein stromdurchflossener Leiter, eine stromdurchflossene Spule befindet, dass da wegen der Lorentzkraft Kraftwirkungen auftreten. Naja, das Induktionsgesetz hängt also eng zusammen mit den Generatoren, die uns also das Leben erleichtern, sonst hätten wir da nicht das Licht herinnen. Die Lorentzkraft ist das, was dazu führt, dass sich Elektromotoren auch drehen, weil aufgrund der Lorentzkraft eben dann entsprechende Drehmomente auf stromdurchflossene Leiterkreise und Spulen ausgeübt werden. Also ich glaube, das ist Motivation genug, dass man sich mit dem Wechselstrom auseinandersetzt. Und warum also Wechselstrom? Weil es eben darum geht, die meisten von Ihnen sind ja sicherlich in den Methoden zur experimentellen Physik, da haben wir das vorige Woche ja schon
vorgeführt und auch vor zwei Wochen schon, weil es darum geht, dass wenn man ein Magnetfeld hat, hervorgerufen durch was immer, einen Permanentmagneten oder eine feste, statische, stromdurchflossene Spule, und in dem Feld dann einen Leiterkreis, eine Spule dreht, dass dann durch diese Spule hindurch der magnetische Fluss sich naturgemäß ändert und aufgrund dieser Änderung entsprechend dem Faraday-Induktionsgesetz dann in dieser drehenden Spule eine Spannung induziert wird, und das ist die tolle Methode, wie man Spannungen und wenn man dann Lastwiderstände dran hat, auch Ströme erzeugen kann. Das ist der große Durchbruch, warum eben die elektrischen Phänomene für uns dann so wichtig geworden sind. Weil nur mit galvanischen Zellen, wie wir es am Anfang gehabt haben, wäre man nicht weit gekommen. Also dieses Induktionsprinzip ist ein ganz entscheidendes Prinzip, und das lebt davon, dass keine Gleichströme oder Gleichspannungen entstehen, sondern wann da diese Schleife halt sich dreht, entsprechende Wechselspannungen entstehen und daher der Wechselstrom. Das ist also nicht, dass das eben nur so lustig ist, sondern das liegt in der Natur der Sache begründet, dass man, wenn man mit Induktionsgesetz eben Spannungen herstellen möchte, dass das dann zeitabhängige Spannungen sind. Weil das ganze Induktionsgesetz lebt ja eben von einem dφm nach dt. Und das ist das, was hier also dann zum Tragen kommt. Also Generatoren, Elektromotoren und auch Transformatoren, über die gleich heute auch noch zu reden sein wird, leben davon, dass es Wechselspannungen und Wechselströme gibt. Naja, und dann wollen wir uns halt einmal anschauen, wie wir so einen Wechselstrom und eine Wechselspannung beschreiben können. Und das machen wir am besten zunächst einmal dadurch, dass wir das mit einer Sinus- oder Kosinusfunktion ansetzen, diese Spannung. Also schreiben wir zum Beispiel Spannung U, die dann eben zwischen zwei Klemmen dann herrscht, ist ein U0 mal Cosinus Omega T. Und wenn man nun an diese spannungsführenden Klemmen da dann einen Lastwiderstand anlegt, dann wird auch ein phasenverschobener im allgemeinen Wechsel Strom fließen. Wieso der Phasenverschiebung verschoben sein kann, das werden wir gleich anschließend morgen oder übermorgen, also wahrscheinlich schon morgen, genauer besprechen. Aber generell muss man damit rechnen, dass der sich daraus ergebende Strom I, der dann zu fließen beginnt, wenn die Spannung eben da an einen Last, an eine Last angeschlossen wird, gleich sein wird einem I0 mal Cosinus von Omega T minus Phi, wobei das Phi dann die sogenannte Phasenverschiebung ist. Da muss man also erst dazu sagen, was hier gemeint ist. Wir wollen ja wirklich wissen, was da Sache ist. Die U0 und die I0 sind naturgemäß die Amplituden. Das kennen Sie ja schon aus den mechanischen Schwingungen. Nachdem Sinus und Cosinus, in dem Fall Cosinus, nie größer als plus 1 und kleiner als minus 1 werden, kann also das U höchstes U0 werden und das I höchstes I0. Das sind also die maximalen Auslenkungen, daher die Amplituden. Phi nennen wir die Phasenverschiebung. Und wenn Phi gleich 0 ist, dann sind die also schön in Phase, Sinus und Cosinus. Ansonsten gibt es eine entsprechende Verschiebung. Omega ist die Kreisfrequenz. Und da erinnere ich auch dran, das sind nur Wiederholungen. Gott sei Dank wissen, dass Sie da ja schon sehr viel, dass das μ die Frequenz gleich Omega durch 2 Pi ist.
Omega durch 2π. Ich glaube, das beschreibe ich nicht näher, das wissen Sie schon. Und die Periode T ist gleich 1 durch Nü und daher 2π durch Omega. Und diese Frequenz Nü, das ist das, was typischerweise bei uns in Europa 50 Hertz ist und in Amerika 60 Hertz. Das entspricht dann einer Periodenlänge von 20 Millisekunden. Ist natürlich schon zu schnell, als dass man mit der Hand mitzählen könnte, aber doch heute, wo man es an die Nano- und Picosekunden, sogar Femtosekunden manchmal gewöhnt ist, sind diese Millisekunden natürlich sehr lang. Also das Ganze ist eine verhältnismäßig langsame Geschichte. Also so beschreiben wir unsere Wechselspannung und unseren Wechselstrom in einem Wechselstromkreis. Und das, was natürlich besonders wichtig ist für praktische Zwecke, ist, dass man sich fragt, was für eine Leistung kann da jetzt umgesetzt werden. Die sogenannte Wechselstromleistung. Naja, Sie wissen ja generell, wir haben ja die Gesetzmäßigkeit, dass P gleich ist U mal I. Also Spannung mal Strom ist Leistung, daher wird die auch in Volt Ampere oder halt Watt angegeben. Nur wenn also dieses P gleich U mal I ist, so wie wir das schon allgemein kennengelernt hatten, dann bedeutet das, wenn Sie das jetzt ausmultiplizieren, dass Sie eine zeitabhängige Größe kriegen. Diese Leistung wird sich also im Laufe der Zeit ändern. Daher nennen wir die auch die Momentanleistung. Und die ändert sich also dann auch periodisch mit den 50 Hertz, die wir eben da bei den Wechselstromkreisen bei uns so typischerweise haben. Na, das ist natürlich nicht besonders praktisch. Daher ist es zweckmäßiger, einen Mittelwert zu betrachten, weil das schwingt immer so hin und her mit dieser Leistung. Und ein Mittelwert ist also dann die sogenannte Wirkleistung. Also wenn man das vielleicht noch aufschreibt, dieses U mal I, ich schreibe es einfach hin, dass Sie sehen, was ich eben meine. Das ist eben U0 mal I0 mal, und dann haben wir Cosinus Omega T mal Cosinus von Omega T minus Phi. Das ist also dieses P. Und da sehen Sie natürlich sofort, das hängt von T ab. Das ist nicht so praktisch. Und daher ist es wichtig, sich zu überlegen, welche andere Größe wir da sinnvoll verwenden können. Und das ist die sogenannte Wirkleistung. Und bei der Wirkleistung geht man einfach davon aus, dass wir da über eine Periode mitteln. Über eine Periode. Und was die Periodendauer ist, das haben wir ja da schon hergeschrieben. 1 durch Nü oder 2π durch Omega. Das ist also diese Periode T. Ja, das kann man natürlich leicht aufschreiben. Wir schreiben das so zwischen gespitzten Klammern, diese Wirkleistung. Und wie machen wir es also? Einfach 1 durch T mal dann ein Integral über dieses U mal I. Also da haben wir dann U0 mal I. Das sind ja Konstante, das sind ja festgelegte Amplituden hier. Und dann müssen wir natürlich integrieren über dieses Zeitintervall der Mittelung, also über eine Periode von 0 bis zu dieser Periodendauer T, eine Aufsummation praktisch. Und da haben wir das, was da an zeitabhängigen Funktionen drinnen steht. Da haben wir also von oben dieses Cosinus Omega T mal
Cosinus von Omega t minus phi integriert über die Zeit t. Das ist ein bisschen ein lästiges Integral. Da muss man alles Mögliche substituieren und so, wenn man das also wirklich ausrechnen möchte. Also diese Integration, die man analytisch durchführen kann, setzt eine gewisse Rechnung voraus. Man setzt dann dieses Omega t einmal gleich u, um dazu zu substituieren, dann muss man natürlich vom dt auf du übergehen. Und dann letzten Endes, es handelt sich ja um ein bestimmtes Integral, wo man dann also eben über eine bestimmte Zeit, beziehungsweise wenn man das u dann hernimmt, von 0 bis 2 pi integrieren muss. Und da verwendet man sehr günstig Integraltafeln. Gott sei Dank gibt es ja sehr ausführliche Integraltafeln, sowohl für bestimmte als auch für unbestimmte Integrale. Und ich bitte jetzt, Sie zu entschuldigen, dass ich das mit Ihnen nicht im Einzelnen durchgehe. Das ist also eine rein technische Sache. Es kommt dabei heraus, mittels Integraltafel ergibt sich für dieses p interessanterweise ein sehr einfacher Ausdruck, also dass die Wirkleistung des gemittelten p ergibt sich einfach zu 1/2 mal u0 mal i0 mal Cosinus phi. Das kommt Ihnen zunächst jetzt wahrscheinlich irgendwie unanschaulich vor, aber ich glaube, ich kann Ihnen sofort mit Hilfe einer Zeichnung hier illustrieren, was damit gemeint ist und was diese Beziehung bedeutet. Da habe ich jetzt für verschiedene Phasenverschiebungen Wechselströme und Wechselspannungen aufgetragen. Also zum Beispiel hier ist der Fall, wenn die Phasenverschiebung gleich 0 ist. U ist U0 mal Cosinus Omega t, aber I ist auch I0 mal Cosinus Omega t, nichts minus Phi, das Phi ist gleich 0. Also beide sind so schön in Phase dabei. Und wenn man also jetzt da diese Momentanleistung ausrechnet, dann ist dieses PL, wie es hier halt heißt, als Funktion der Zeit, geht dann da so auf und ab, aber es wird nie negativ. Weil entweder sind beide positiv, da sind beide 0, das entspricht hier dem Punkt, wo es also auf 0 zurückgeht, dann werden beide negativ, was das wieder positiv macht und so fort. Das heißt, es zeigt sich hier, dass man da sogar hier wieder einen Sinus kriegt mit der doppelten Frequenz im Vergleich zu der eigentlichen Frequenz dieser Wechselstromschaltung. Was Sie aber auch sehen, ist, dass das also da zwischen dieser Höhe hier und 0 so hin und her läuft. Das heißt, im Mittel wird die Leistung da in der Hälfte hier liegen. Und diese mittlere Leistung ist dann entsprechend so gegeben, dass wir da U0 mal I0 haben und davon dann die Hälfte. Und das ergibt sich genau entsprechend dieser Formel. Wenn die Phasenverschiebung Phi gleich 0 ist, dann ist eben Cosinus von 0 1, dann bleibt ein halb U0 I0 und das entspricht gerade hier der Höhe da in der Mitte. Also es mittelt sich hier auf ein halb U0 I0 ein, weil die Höhe da oben ist U0 I0. Da haben wir die Spannung U0, da den Strom I0 und so haben wir U0 mal I0 ist da die Momentanleistung.
Da wird die Momentanleistung 0 und da wird sie schon wieder plus U0, I0, weil da haben wir ein Minus I0 mal ein Minus U0 ist wieder plus U0, I0. Und ich glaube, Sie sehen sofort, dass das durchaus übersichtlich ist und dass im Mittel das da bei der Hälfte liegen wird. Das stimmt mit dieser Formel überein. Das sage ich jetzt nicht, dass ich sage, damit habe ich die Formel bewiesen. Beweisen tut man es, indem man in der Integraltafel nachschaut, das ordentlich substituiert, indem man Omega T gleich U setzt und so weiter. Aber ich möchte Ihnen nur erklären, was eben diese Formel dann zu bedeuten hat. Hat man aber unterschiedliche Phasenlagen, dann gibt es unterschiedliche Situationen. Zum Beispiel, wenn die Phasenverschiebung Phi jetzt 90 Grad ist, dann haben wir zum Beispiel da wieder die Spannung, aber 90 Grad Phasen verschoben den Strom. Und wenn man da jetzt aufmultipliziert das U mal I, dann kriegt man diese strichlierte Kurve hier. Die geht jetzt auf und ab, die wird auch negativ. Weil jetzt gibt es Teile, wo diese Kurve auch unter 0 geht. Und gerade bei 90 Grad Phasenverschiebung, wenn man sich das da genau anschaut, zeigt sich, dass das gerade gleich weit nach oben und nach unten reicht. Gleich große Abschnitte, wo das positiv und negativ ist. Wenn man über die ganze Zeit die Schwingungsdauer T integriert, liegt dann die mittlere Leistung echt bei 0. Es wird hier keine Leistung umgesetzt und das passt wieder zusammen. Denn wenn das Phi gleich Pi halbe ist, also 90 Grad, dann ist ja der Cosinus von 90 Grad bekanntlich 0 und dann wird diese Wirkleistung gleich 0. Es schwankt zwar ständig hin und her, aber immer gleich viel positiv wie negativ. Es wird Leistung umgesetzt und wieder verbraucht, sodass im Mittel die Leistung 0 ist. Und natürlich im allgemeinen Fall, das ist der Fall hier, haben Sie es dann so, dass halt ein anderer, zum Beispiel hier als Beispiel, ein Phasenverschiebungswinkel von 45 Grad eintritt zwischen einerseits der Spannung hier und dem Strom und dementsprechend erkennt man dann, das geht zwar auf und ab, hat auch negative Anteile, aber in dem Fall überwiegt also der positive Anteil und da ergibt sich also dann entsprechend auch diese Wirkleistung. Da steht dann der Cosinus von 45 Grad drin und daher kommen da diese 2 mal Wurzel 2. Also das ist da, ich glaube, Sie können schon erkennen, was gemeint ist. Wesentlich ist, wenn die Phasenverschiebung 0 ist, dann geht es auf ein halb, weil das da so auf und ab alles im Positiven läuft. Bei 90 Grad geht es gleich oft ins Negative wie ins Positive mit gleichem Anteil, daher wird das 0. Und dazwischen ist halt dazwischen, wie es halt so ist. Nicht? Dann hat man halt dann entweder eine positive oder eine negative Wirkleistung, je nach Phasenverschiebung. Wodurch es konkret zu solchen Phasenverschiebungen kommen kann bei Wechselstromkreisen, über das sprechen wir etwas später. Ich kann aber bereits jetzt ankündigen, dass das, und Sie werden es ja, so Sie in den Methoden sind, schon gesehen haben, dass das damit zusammenhängt, dass man gerade bei Wechselströmen nicht nur mit den bisher Ihnen schon bekannten ohmschen Widerständen zu tun hat, sondern insbesondere auch mit Spulen und mit Kondensatoren. Und derartige Schaltelemente zeigen dann spezielle Eigenschaften und bewirken, dass die drin strömenden Ströme den angelegten Spannungen entweder voraus oder hinten nacheilen. Und wenn man das in irgendwelche Schaltungen zusammensetzt, dann kann man also unterschiedliche Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung in einem solchen Wechselstromkreis erreichen. Und das soll ja hier nur das allgemeine Verhalten zeigen, eben wenn eine gewisse Phasenverschiebung auftritt, ohne dass ich bei der Gelegenheit jetzt schon erklärt hätte, wie es also im Konkreten zu einer solchen Phasenverschiebung kommen wird. Aber das werde ich Ihnen dann morgen voraussichtlich schon etwas genauer sagen können. Also ich hoffe, damit ist der Begriff der Wirkleistung Ihnen einigermaßen verständlich geworden. Wichtig ist der Faktor ein halb.
Es genügt also nicht einfach, dass Sie sagen, wir tun nur die Amplituden miteinander multiplizieren. Man muss da noch diesen Faktor ein halb berücksichtigen, damit man da eben wirklich auf den Mittelwert kommt. Ich möchte hier, damit das auch einigermaßen vollständig ist und damit Sie auch die Bezeichnungen in der technischen Literatur interpretieren können, zwei weitere Größen, die in der Wechselstromtechnik von Bedeutung sind, noch definieren. Das eine ist die Blindleistung. Und das andere ist die Scheinleistung. Also da hier haben wir gesagt, dieses T nennen wir die Wirkleistung. Die halt wirklich wirksam wird. Bei der Blindleistung definiert man das so, dass wir nennen sie Q, wird meistens in der Literatur als Q bezeichnet. Und das schaut also dem Ausdruck für die Wirkleistung ähnlich, nur setzt man hier statt des Cosinus den Sinus ein. Das ist ein halb mal U0 mal I0 mal Sinus Phi. Und die Bedeutung davon wird dadurch klar, wenn man jetzt spezifische Phasenverschiebungen entweder 0 Grad oder 90 Grad bzw. Pi halbe wirklich wählt, dann kriegen diese Werte von der Blindleistung und von der Scheinleistung eben spezielle Ausdrücke. Also die Scheinleistung wollen wir auch noch definieren. Diese Scheinleistung wird oft als S bezeichnet und die ist einfach gleich ein halb mal U0 mal I0. Diese Größe, Wirkleistung, steht da, Blindleistung und Scheinleistung, wollen wir jetzt anhand von konkreten Beispielen uns anschauen. Und da ist das erste Beispiel das, dass wir wählen, Phasenverschiebung ist 0 Grad. I gleich 0 Grad. Naja, was haben wir dann in dem Fall zu erwarten? In dem Fall ist es so, dass die Wirkleistung, die wir da durch diese Mittelung hier aufgeschrieben haben, so wie wir es ja vorhin schon in dem Diagramm da bei dem Overhead-Projektor, dem digitalen, gesehen haben, gleich ist ein halb mal U0 mal I0. Weil der Cosinus von 0 Grad, weil der gleich 1 ist. Ja, und daraus sehen Sie dann auch schon, dass diese Wirkleistung gleich ist dieser hier definierten Scheinleistung S. Ein halb U0 I0. Also wenn man einen Phasenwinkel von 0 Grad hat und die beiden Strom und Spannung in Phase laufen, dann wird die Wirkleistung dem gleich sein, was man gemeinhin als Scheinleistung bezeichnet. Scheinleistung, das ist also ein bisschen ein merkwürdiger Ausdruck. Das ist so etwas Ähnliches wie die Scheinkräfte. Aber was das bedeutet ist, es scheint so, als ob in dem System diese Leistung umgesetzt wird, ist aber nur dann so, wenn es keine Phasenverschiebung gibt. Hat man Phasenverschiebung, dass in Wirklichkeit die umgesetzte Leistung eben kleiner als diese Scheinleistung. Eben Scheinleistung mal Cosinus Phi. Aber wenn die Phasenverschiebung 0 ist, dann ist diese Scheinleistung auch bereits gleich der Wirkleistung. Aber natürlich haben Sie wieder diesen Faktor 1/2, der ja da von der Integration da hier herkommt. Ja. Und natürlich das andere, die Blindleistung, das Q ist in dem Fall gleich 0.
weil eben der Sinus von 0 ist 0 und daher bleibt Q gleich 0. Eine solche Blindleistung tritt gar nicht auf. Das ist also das Einfachste, was man sich eben vorstellen kann. Phasengleicher Verlauf von Spannung und Strom. Wenn Sie sich denken, ja, das ist eh das Gescheiteste. Ist aber nicht immer so. Und deswegen muss man dann auch wissen, wie man damit umgeht, wenn eben derartige Phasengleichheiten nicht mehr gegeben sind. Was man gerne machen möchte natürlich, insbesondere bei so einfachen Kreisen, wo praktisch keine Phasenverschiebungen auftreten, zum Beispiel in einem Lichtkreis. Also eine Lampe ist also ein typischer Ohmscher Widerstand. Wenn man den in einen Wechselstromkreis hineinschaltet, dann ist es wirklich so, dass der Strom praktisch gleichphasig mit der Spannung ist und dann ergibt sich also hier diese Wirkleistung zu ein halb U0 mal I0. Nicht? Und da wäre es natürlich jetzt ganz gut, wenn man da eine Möglichkeit schafft, dass man wieder gleichartig vorgeht bei der Berechnung der Leistung, wie man das aus den Gleichstromkreisen her kennt. Und um das gleichermaßen machen zu können, führt man sogenannte Effekte. Effektivwerte ein. Der Effektivwert der Spannung ist U effektiv gleich U0 durch Wurzel aus 2. Der Effektivwert des Stromes ist I0 durch Wurzel aus 2. Und jetzt werden Sie sich denken, was soll das? Na ganz einfach. Wenn also eine Wechselspannung vorliegt, so, dass das U gleich U0 mal Cosinus Omega T ist. Dann ist also das U0, wie gesagt, die Amplitude. Und wir definieren uns jetzt eine Größe, die diese Spannung beschreibt, den sogenannten Effektivwert. Wir dividieren diese Amplitude durch Wurzel aus 2. Machen dasselbe auch beim Wechselstrom. Es fließt ein Strom mit Amplitude I0 und wir definieren uns den Effektivwert dieses Stromes als I0 durch dieses Wurzel 2, so wie ich das hierher geschrieben habe. Was hat man davon? Was sich daraus ergibt, ist, man erhält damit, dass diese Wirkleistung P, die da jetzt in den Kreis umgesetzt wird, ja ein halb mal U0 mal I0 ist und das ist dann einfach gleich U effektiv mal I effektiv. Sie brauchen ja nur einsetzen. U0 durch Wurzel aus 2 mal I0 durch Wurzel aus 2. Unten steht im Nenner Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2, das ist 2. Und oben steht U0, I0. Und damit kriegen Sie U0, I0 halbe, wenn das Phi gleich 0 ist. Also genauso wie es hier steht, für Phasenverschiebung Phi gleich 0, haben Sie diese Wirkleistung gleich ein halb, U0, I0. Und das lässt sich schreiben als U effektiv mal I effektiv. Wenn die so definiert sind, dass man die Amplituden jeweils durch Wurzel aus 2 durchdividiert. Das ist einfach eine Festsetzung, aber eine sehr gängige Festsetzung. Das wird einem zunächst meistens nicht bewusst. Wenn Sie ein Voltmeter hernehmen, also so wie Sie es auch in den Übungen schon gehabt haben, im Praktikum so ein Multimeter, da kann man also nicht nur Gleichspannungen und Ströme messen, sondern auch Wechselspannungen und Ströme. Dieses Multimeter und jedes Wechselstrom- und Wechselspannungsmessgerät, das wird Ihnen nicht die Amplitudenwerte liefern, sondern dass Sie sind so eingerichtet, dass Sie die Effektivwerte anzeigen. So, dass Sie dann ganz ohne Überlegen diese Effektivwerte, die Sie da ablesen an Ihrem Messinstrument, miteinander multiplizieren können, um die Wirkleistung zu erhalten. Und damit eine völlig analoge Ausdrucksweise kriegen,
wie Sie das schon vorher von den Gleichströmern kennengelernt haben. Also die Idee ist einfach die, sich das Leben leicht zu machen und mit den Wechselströmern möglichst analog umgehen zu können, wie man es schon vorher bei den Gleichströmern kennengelernt hat. Nach dem Motto Leistung ist gleich Spannung mal Strom. Und das passiert auch, wenn man im Haushalt ein Bügeleisen hat und da gibt es also eben die Netzspannung und es fließt ein gewisser Strom. Alle diese Größen, die 230 Volt Netzspannung zum Beispiel, das sind alles Effektivwerte. Um zu den Amplituden zu gelangen, muss man diese Effektivwerte halt noch mit Wurzel 2 multiplizieren. Also mit 1,4, 1, also 40% mehr praktisch, nicht 41% circa. Aber wenn man also die Leistung des Bügeleisens ausrechnen will, tut man also nur eben die Effektivspannung und den Effektivwert des Stromes miteinander multiplizieren und hat bereits die Wirkleistung. Immer vorausgesetzt, dass wir diese Annahme haben, dass der Phasenverschiebungswinkel phi gleich 0 ist, was also bei so ohmschen Lasten wie Glühbirnen, Heizöfen, Bügeleisen und ähnlichem zeigt, immer der Fall ist. Aber bei etwas komplizierteren Lasten, wie zum Beispiel Motoren oder auch Transformatoren, wird das im Allgemeinen so nicht mehr stimmen und dann hilft dann das mit den Effektivwerten auch nicht mehr so hundertprozentig weiter. Aber immerhin für den einfachen Fall Phasenverschiebungswinkel 0 hat man damit eine einfache Berechnungsmöglichkeit. Also ein Gleichstrom mit U-effektiv und I-effektiv, so definiert wie hier, hätte die gleiche Leistung wie dieser Wechselstrom hier, durch die Definition mit diesem Wurzel 2. Haben Sie das verstanden mit diesen Effektivwerten? Eine ganz erwartschen einfache Geschichte an sich. Das macht man halt, damit man entsprechend gut mit den Dingen umgehen kann. Naja, aber jetzt wollen wir schon auch anschauen, was passiert, wenn der Phasenverschiebungswinkel 90 Grad ist, also das andere Extrem sozusagen. Phasenverschiebung. Pi gleich Pi halbe oder 90 Grad. Die andere Annahme jetzt, naja, da braucht man natürlich auch wieder nur in unsere allgemeine Formel einsetzen, die gilt ja für beliebige Phasenverschiebungswinkel und da sieht man dann, dass eben die Wirkleistung P gleich 0 wird, weil der Cosinus von 90 Grad ist bekanntlich 0. Also da wird keine Leistung umgesetzt. Aber man sieht andererseits, dass jetzt die Blindleistung gleich wird der Scheinleistung und das ist gleich ein halb mal U0 mal I0. Denn wenn Sie Phi gleich Pi halbe setzen, dann ist der Sinus von Pi halbe ja 1 und das Q wird ein halb U0 mal I0 und das ist definitionsgemäß auch der Scheinleistung. Also während in dem Fall gar keine Wirkleistung umgesetzt ist, feiert sozusagen die Scheinleistung fröhliche Urstände. Und auch die Blindleistung hat hier den höchsten Wert. Das soll mit Schein und Blind eben andeuten, dass eben tatsächlich im Mittel gar keine Leistung umgesetzt wird. Aber dennoch eben der Wechselstrom hier fließt. Und das ein halb U0 mal I0 ist natürlich wieder gleich U-effektiv mal I-effektiv. Aber das ist nur Schein- und Blindleistung und keine Wirkleistung in diesem Fall. Bis jetzt haben wir uns mit einfachen Wechselströmen auseinandergesetzt. Und Sie werden sich denken, was heißt einfach? Na, eben Wechselströme, Wechselspannungen. Aber in der Praxis zeigt sich, dass es oft günstiger ist, wenn man
Ströme erzeugen möchte, nicht nur einfach eine Spule oder einen Leiterkreis in einem Magnetfeld zu drehen und damit halt ein Auf und Ab der induzierten Spannung zu erreichen, sondern indem man einen Generator hernimmt mit drei Induktionsspulen, deren Achsen jeweils 120 Grad auseinander liegen. Und ein solches System von drei so Spulen, so wie ein Mercedes-Stern schaut es dann aus, nicht? Dann so dreht in einem äußeren Magnetfeld, einem einigermaßen homogenen äußeren Magnetfeld, und dann von jeder dieser Spulen die entsprechende Induktionsspannung abgreift. Da hat man dann also praktisch drei Induktionsspannungen. Und die sind dann jeweils entsprechend der Winkellage dieser drei Spulen, die sich da drehen in dem Generator, eben mit einer Phasenverschiebung von 120 Grad ausgestattet. Also in dem Fall hat man dann eine Situation, wo wir, wenn man einmal davon ausgeht, jetzt wir haben nur ohmsche Lasten, folgenden Drehstrom haben. Wir nennen das Drehstrom. Drehspannung sagt man eigentlich aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber es sind natürlich wieder Spannungen und Ströme. So haben wir also U1 bei der ersten dieser drei Spulen wird induziert. U0 mal Cosinus Omega T. Aber U2 ist dann um 120 Grad Phasenverschieben verschoben und man hat dann U0 mal Cosinus von Omega T minus 120 Grad. Das kann man natürlich dann auch wieder in der Schreibweise 2 Pi Drittel aufschreiben. Na und dann U3 ergibt sich zu U0 mal Cosinus von Omega T minus 240 Grad. Also man hat hier drei solche Spannungen. Und das schaut dann so aus, wie man es also zum Beispiel hier auf einem solchen Diagramm zeigen kann. So ein Zopf ergibt sich da sozusagen. Einmal hat man also da 0 Grad Phasenverschiebung, dann 120 und dann 240 Grad Phasenverschiebung. Und das sowohl für die Spannung als auch andererseits für den Strom. Das möchte ich hier auch dazu schreiben. Also I1 ist dann gleich I0, die Amplitude, mal Cosinus von Omega T. Da haben wir keine Klammer dazu. Dann haben wir hier I2 ist I0 mal Cosinus von Omega T minus 120. Und I3 gleich I0 mal Cosinus von Omega T minus 42 Grad Celsius. Aber wohlgemerkt, das stimmt nur dann, wenn man also hier die Situation hat, dass man im Wesentlichen gleichmäßige ohmsche Lasten hat und keine andersartigen Widerstandselemente wie Spulen oder Kondensatoren, die zu Phasenverschiebungen führen würden, denn sonst würde ja schon zwischen U1 und I1 ein Phasenverschiebungswinkel Phi auftreten. Und wir wollen jetzt also diese Situation beim Drehstrom für die Situation, wie wir es hier haben, wo haben wir das hingeschrieben, angenommen Phasenverschiebungswinkel 0 Grad zwischen den jeweiligen Spannungen, die an den entsprechenden drei Spulen liegen und den sich ergebenden Strömen halt dann auftreten. Also damit sehen Sie hier, was man da hier für eine Situation hat für den Fall des Drehstroms. Und um Ihnen das jetzt auch anschaulich klar machen zu können, haben wir hier auch ein Experiment vorbereitet, wo man das durch diesen Drehstrom hervorgerufene Drehfeld wieder deutlich sichtbar machen kann.
Und das werden wir mit Hilfe eines großen, einer großen Spulenanordnung machen. Und diese Spulenanordnung, die ist also hier zu sehen. Da haben wir drei Spulen, die so ineinander gewickelt sind, dass sie wieder innen dann so unter 120 Grad angeordnet sind. Und wenn man da eine entsprechend große Drehspannungen mit diesen drei Phasenverschiebungen anlegt, beginnt in diesem System ein Strom zu fließen in jeder dieser versetzten Spulen mit entsprechender Phasenverschiebung, sodass als Summe des magnetischen Feldes ein sich drehendes magnetisches Feld ergibt. Man hat also hier ein starkes magnetisches Drehfeld. Und wie Sie schon an der Größe dieses zweiten Steckers da hier erkennen können, haben wir es also hier schon mit entsprechend großen Strömen, solchen Drehströmen zu tun. Und da kann man dann dieses Feld auch dadurch sichtbar machen, dass man, wie das der Herr Litschauer gleich machen wird, ein Kupferei, ich glaube es ist Kupfer, ein Kupferei verwendet, das ist also nicht ferromagnetisch, aber leitend und in dieses Drehfeld hineinbringt. Und aufgrund des zeitlich veränderlichen, also drehenden Feldes, werden in dem Kupferei entsprechende Wirbelströme induziert, also Spannungen induziert werden, die zu Wirbelströmen führen und damit wieder eine entsprechende Wechselwirkung haben mit dem Feld, sodass dieses Ei dann letzten Endes mitgedreht wird. Und wenn ich Sie bitten dürfte, dass wir uns das also auch anschauen können. Hört sich schon solid an. Na, was sagen Sie zu sowas? Vielen Dank, Herr Litschauer. Sie sehen daran etwas Wichtiges, nämlich, dass so ein Drehstrom auch eine sehr konkrete, praktische Anwendungsmöglichkeit hat. Weil da haben sie ja praktisch schon einen Motor realisiert, gewissermaßen. Man, das ist nicht so ein Eis, was da rotiert, sondern wenn da entsprechend ein Anker drinnen ist, der mit einer Achse verbunden ist, kann man diesen Drehstrom sehr gut dazu verwenden, ein entsprechendes gleichmäßiges Drehmoment auf Achsen auszuüben. Und das ist, was die Straßenbahnen in Gang hält, was die Pumpen bewegt und so weiter. Also sehr viele wichtige Anwendungen, die mit diesem Drehstrom in Verbindung stehen. Da sieht man also, dass die Drehung eines Magnetfeldes hier eine wichtige Auswirkung hat auf mechanische Drehmomente. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie man also diese Schaltungen jetzt tatsächlich, wie man die darstellen kann. Wie man die Drehströme verschaltet. Und da gibt es also grundsätzlich zwei technische Möglichkeiten, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Die eine Schaltung ist die Sternschaltung. Das ist in gewisser Weise, kann man schon sagen, die naheliegende Schaltung oder halt näherliegende Schaltung. Denn worum es da geht, ist, dass man also drei Spulen hat, die halt an einem Punkt, an einem zentralen Punkt zusammengeschaltet sind. Dann gibt es da die zweite und da die dritte. Jeweils unter 120 Grad. Und man kann davon ausgehen, dass dieses Ding da hier sich jetzt entweder im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn in einem äußeren Magnetfeld dreht, dann hat man hier einen Drehstromgenerator realisiert. Und an diesen einzelnen
Klemmen hier außen wird immer gegenüber dieser Nullklemme in der Mitte hier eine Induktionsspannung entstehen und die werden sich dann etwa so, wie es dort oben steht, mit 0, 120 und 240 Grad Phasenverschiebung voneinander unterscheiden. Und damit man da was Vernünftiges machen kann, kann man es also jetzt so machen, dass man dann von diesem Nullpunkt zu einem Verbraucher hinüberläuft und da dann entsprechende ohmsche Verbraucherwiderstände so anordnet in drei Phasen, die dann miteinander entsprechend verbunden werden. Also zum Beispiel von dem U1 hier und dann sagen wir halt U2 ist da und U3 ist da, diese drei Phasen, die jeweils um 120 Grad Phasen verschoben sind, läuft dann eine Verbindung da herüber und da fließt also dann da drinnen etwa I1. Und entsprechend dann hier I2 zwischen dem, ja schreiben wir mal zuerst das von U3, gehen wir einmal da nach I3, also mit dem Strom I3 und IU2 verbinden wir da herüber, das geht dann da vorbei und da fließt also I2. Also in den drei Phasen hier fließen dann Ströme, aber jeweils über ohmsche Widerstände, daher keine Phasenverschiebungen, 0 Grad. Und daher sind diese I1, I2 und I3 das, was man da oben sieht. Mit etwa gleichmäßigen Lasten in den drei Phasen. Das ist es, was Sie typischerweise im Haushalt haben. Da haben Sie da einen Nullleiter, der ist meistens blau, wenn Sie sich das schon mal angeschaut haben, in den entsprechenden Verschaltungen, da haben Sie irgendwie die Elektriker darauf geeinigt, dass man den blau macht. Und dann eine Phase, die zweite und die dritte und da vielleicht versorgt die eine das Wohnzimmer und das andere die Küche und das Schlafzimmer und die dritte dann das Kabinett und das Bad oder irgendwas. Also man teilt sich das so auf, dass eben dann in einem versorgten System, wie zum Beispiel einer Wohnung, eben diese Phasen so angeordnet sind. Immer zwischen dem Nullleiter und einer Phase befindet sich dann die Wechselspannung, um die es geht. Und die ist bei uns also so typischerweise 230 Volt U-effektiv. Das ist die Spannung, die man an den normalen Steckdosen hat. Das ist die Sternschaltung. Und es zeigt sich, wenn man die Ströme, die da fließen, alle aufsummiert und entsprechend gleich große Stromamplituden überall hat, dass diese Summe der Ströme, die da hier durchfließt, gleich Null ist. Das ergibt sich aus der Anwendung der Additionstheoreme für die Winkelfunktionen. Das muss man sich einfach aufschreiben. Und das werden wir aus Zeitgründen hier nicht machen. Das kann man zeigen, indem man diese drei um jeweils 120 Grad Phasen verschobenen Ströme entsprechend hier addiert, entsprechend den Additionstheoremen für die Winkelfunktionen. Also im Nullleiter, deswegen heißt er so, fließt bei gleichmäßigen ohmschen Lasten kein Strom. Eine andere Situation tritt auf. Also wir schauen uns jetzt eine Dreiecksschaltung an, wo man also diesen Mittelpunkt gar nicht betrachtet, sondern wo diese drei um 120 Grad gegeneinander versetzten Spulen in einem Generator in einem Dreieck angeordnet sind. Zwischen drei Punkten, die ich jetzt einmal so andeute. Und hier. Da haben wir dann da wieder ein U1,
und dann da herüben ein U2 und da ein U3 und kein Mittelpunkt ist zusammengeschaltet. Und auch hier kann man so vorgehen, dass man da eine entsprechende Verbindung zu Lastwiderständen herstellt. Zum Beispiel von U1 geht es da hier herüber mit einem entsprechenden Strom I1 und dann haben wir da wieder von U2 da herüber und von U3 daher in entsprechender Weise. Und man hat dann hier eine ähnliche Situation, nur es ergibt sich schon ein Unterschied. Diese drei Phasen hier, U1, U2, U3, die sollen also diesen drei Phasen gerade wieder entsprechen. Und da kommt es jetzt aber drauf an, wenn Sie sich zum Beispiel diesen Widerstand anschauen, der liegt dann zwischen diesen beiden Klemmen, während die Widerstände alle zwischen einer solchen Klemme und dem Nullleiter gelegen sind. Das heißt, man muss jetzt bei den Spannungen an den Verbraucherwiderständen vorsichtig sein. Das sind jetzt Delta U1-2 etwa zwischen U1 und U2. Und das ergibt sich jetzt so, dass man da erhält ein U0. Weil man schaut ja wieder an U1 und U2, das ist U0 mal Cosinus Omega T und dann U0 mal Cosinus T Omega T minus 120. Also kriegen wir da U0 mal Cosinus Omega T minus Cosinus von Omega T minus 120. So kriegt man dann dieses Delta U1,2 und da hat man wieder so ein Additionstheorem von Winkelfunktionen, das man da verwenden muss und da kommt man dann drauf, das ist gleich U0 und dann hat man eine Wurzel aus 3. Und dann bleibt stehen ein Sinus von Omega T minus 60 Grad. Das ist dieses Delta U1,2. Und da tritt also jetzt eine Wurzel aus 3 auf. Und das bedeutet jetzt, wenn man da die Spannungen U1, U2, U3 und hier in gleicher Weise so wählt, dass da zum Beispiel das U-Effektiv, dass das U-Effektiv gleich ist ungefähr 230 Volt, das was unsere Alltagsspannung ist in den Steckdosen zwischen Nullleiter und einer Phase, dass dann daraus sich ergibt, dass die Spannung zwischen zwei Phasen bei diesem Zopf, der da nicht mehr zu sehen ist jetzt, da habe ich ihn noch liegen, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, Sie haben das ja gesehen, dass die Spannung zwischen den zwei Phasen gegeben ist als Delta U1, Delta U-Effektiv. Da kommt natürlich immer wieder bei den Effektivwert diese Wurzel 2 da dazu, als Wurzel 3 mal dem U-Effektiv heraus. Also Wurzel 3 mal 230 Volt und das ist ungefähr 400 Volt. Und das ist die Effektivspannung zwischen zwei solchen Phasenpunkten beim Drehstrom. Also zwischen Nullleiter und einer Phase ist der Effektivwert ca. 230 Volt. Zwischen zwei Phasen, die ja entsprechend phasenverschoben laufen und deren Differenz man da ja dann sieht und da auch am Verbraucher anschließt, kriegen Sie diesen Faktor Wurzel 3 aus diesem Additionstheorem. Und 230 ist so gewählt, dass also dann für diese Spannung zwischen den beiden Phasen
gerade 400 Volt herauskommt. Also das ist das, was man so verstehen sollte, wenn man es mit Haushaltsanschlüssen und mit unseren normalen Wechsel- und Drehstromanschlüssen zu tun hat. Also heute wird generell immer Drehstrom geliefert, weil man das sehr effizient verschalten kann, aber für die Anwendungen im typischen Haushaltsbereich, meistens mit so ohmschen Widerständen, auch beim E-Herd sind es meistens ohmsche Widerstände, aber nicht nur, es gibt ja auch die Induktionsherde, hat man also zwischen Phase und Nullleiter 230 Volt, das ist das, was in der Steckdose ist, zwischen zwei Phasen, wenn man also für größere Leistungen alle drei nehmen möchte, wie für ein E-Herd, hat man dann 400 Volt. Wegen dieser Phasenverschiebungen, die man hier zu erwarten hat. Na und eine weitere wichtige Anwendung ist nun der Transformator. Eine weitere Wechselstromanwendung. Und beim Transformator ist es so, dass man so vorgeht, man hat einen Eisenkern, jetzt wirklich Eisen, es geht um Ferromagnetismus, hier eine Primärspule, hier eine Eingangsspannung und hier eine Sekundärspule, die zunächst einmal offen bleibt. Diese Primärspule wird also an eine Wechselspannung U1 angeschlossen und auf der anderen Seite an den Klemmen, die jetzt zunächst offen sind, eine Wechselspannung U2. Diese Spulen können im Allgemeinen unterschiedliche Windungszahlen haben. Das ist die Primärspule, das ist die Sekundärspule. Windungszahl N1, Windungszahl N2. Worauf wir insbesondere schauen wollen, ist, dass wir hier jetzt einen ganz einfachen Primärkreis haben. In diesem Primärkreis liegt kein ohmscher Widerstand, kein Verbraucher, sondern nur die Primärspannung, die zum Beispiel von einem Generator angeliefert wird und diese Primärspule des Transformators. Wenn da jetzt ein Wechselfeld entsteht, ergibt es einen zeitlich veränderlichen magnetischen Fluss, der hier die Sekundärspannung dann bewirkt. Diese Primärspannung U1, die ist nichts anderes als ein U0 mal Cosinus Omega T. Und weil in dem Kreis nichts anderes drinnen ist als diese Primärspannung, der Generator und die Primärspule, das heißt jetzt Primärspule, Spannung und Spule, Spule. Weil da eben nur diese Primärspule und der Generator drinnen ist, ergibt sich klarerweise in diesem geschlossenen Primärkreis dass das U1 plus das U induziert in dieser Spule gleich 0 sein muss. Und das ist das U induziert in der ersten, also in der Primärspule. Es gibt ja sonst keinerlei Spannungen, das ergibt sich faktisch aus der Schleifenregel des Kirchhoff-Gesetzes. Nun, das U in oben 1 wiederum natürlich laut dem Induktionsgesetz nichts anderes als minus N1, die Anzahl der Spulenwindungen in der Spule, das ist das dann in der Sekundärspule, minus N1, so viele Spulenwindungen hat man, mal d phi m nach dt. Und Sie sehen aus dieser Beziehung, dass der Fluss, der da in diesem Eisen, ferromagnetischen Kreis da drinnen vorhanden ist,
unmittelbar und ausschließlich mit dieser angelegten Primärspannung im Zusammenhang steht und von sonst nichts abhängig ist. Egal, was ich da vielleicht hinten dann noch an Verbrauchern anschließe, aber der Fluss aufgrund dieser Beziehung hängt nur von der angelegten Spannung U-Int-1 ab, weil U1 plus U-Int-1 ist 0. Es ergibt sich daher, wenn man das U-Int-1 da einsetzt, U1 ist gleich N1 mal Diffi M nach Diffi N. Also das U1 ist gleich minus U-Int-1 und das ist daher entsprechend dieser Formel plus N1 mal Diffi M nach Diffi N. Also ist Phi M nur von U1 abhängig. Daher wird dieses Phi M stets gleich sein, egal ob dieser Transformator jetzt belastet ist oder nicht. Und dieser Fluss Phi 1 rührt her von einem entsprechenden Strom in dieser Primärspule, und zwar von dem sogenannten Magnetisierungsstrom. Rührt her von Magnetisierungsstrom in der Primärspule. Es fließt also ein bestimmter Magnetisierungsstrom in der Primärspule. Den nennen wir IN. Naja, jetzt aber haben wir dann eben bei der Sekundärspule dabei noch diese zwei Klemmen offen. Und wir können uns jetzt natürlich leicht ausrechnen, wie werden also diese beiden Spannungen in der Primärspule und in der Sekundärspule miteinander zusammenhängen. Und da verwenden wir wieder das Induktionsgesetz. Und aufgrund des Induktionsgesetzes steht ja mal hier, dass das U-Int-1, ich habe es ja hier schon hergeschrieben, die induzierte Spannung in der Primärspule, na einfach gleich ist minus N1, steht ja da, brauche ich nur abschreiben, minus N1 mal d phi m nach dt. Phi m ist der im ganzen Eisenkern gleiche magnetische Fluss. Ja, und das U in 2 natürlich entsprechend, weil da der gleiche Fluss, der ist rundherum überall, der gleiche Fluss in diesem Eisenkern, wird daher natürlich entsprechend sein, minus N2 wieder mal dPm nach dt. Und das heißt aber jetzt, man sieht sofort, wie groß das Verhältnis dieser beiden sein wird. Und es ergibt sich daher, dass das U2 zu U1 die Spannung an der Sekundärspule, was ja die induzierte Spannung ist, zur Spannung in der Primärspule gleich ist N2 zu N1. Sie haben ja nur, Sie dividieren die Gleichung durch die, das ist die Spannung an der Sekundärspule, das an der Primärspule, das d phi m nach dt sind beiden das gleiche und Sie haben N2 zu N1, die berühmte Transformatorgleichung. Wir werden, weil heute das, die Zeit dafür nicht mehr ist,
diese Transformatorgleichung morgen mit Hilfe eines Oszilloskops Ihnen zeigen, heute aber Ihnen noch zeigen, was passiert, wenn man einen entsprechend großen Transformator verwendet, so wie er da hinten aufgebaut ist, und diese beiden Klemmen da, an denen die Spannung U2 liegt, da so aufbaut, wie Sie das hier sehen. Dieser Transformator ist hier mit einem sogenannten Hörnerblitz versehen. Die Windungsanzahl der Sekundärspule ist in dem Fall wesentlich höher als die Windungsanzahl der Primärspule und entsprechend sind dann auch die Spannungen größer. Dafür haben wir auch da so eine Abschrankung gemacht, dass sie nicht zu nahe sitzen. Bitte. Sie reden ums Vorzeichen. Dieses Vorzeichen hätte ich erwähnen können, es ist gut, dass Sie es sagen, diese Vorzeichen sind hier deshalb nicht so wichtig, weil es hängt nur vom Windungssinn dieser Spulen ab. Sie können die Spulen umdrehen und haben das Vorzeichen, was Sie wollen. Bitte schön, Herr Litschauer. Na, was sagen Sie zu sowas? Sie sehen, hier haben große Spannungen, die da auftreten, und dieser Hörnerblitz ist auch so beschaffen, dass wenn er nach oben steigt, wird der Funken länger und reißt oben ab. Auf die Art und Weise kann man bei Schaltvorgängen sicher gehen, dass ein Schaltfunke letzten Endes abreißen wird. Sowas gibt es bei der Bundesbahn, solche Hörnerblitze. Also mit diesem Hörnerblitz können Sie sehen, qualitativ, wie man mit Hilfe eines Transformators große Spannungen erzeugen kann. Morgen schauen wir uns dann noch an, wie man die Transformatorgleichung mit einem Experiment quantitativ auch darstellen kann. Herr Litschauer, vielen Dank.